Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu Detroit Become Human. So, wir sind aus Jericho vertrieben worden und Marcus hat jetzt quasi seine Leute aufgerufen, friedlich zu demonstrieren, weil noch sehr viele Androiden in ein Lager gesperrt wurden, um sie zu demontieren. Und das ist nicht so geil, ne? Connor ist derweil einfach nur noch Mitläufer, habe ich den Eindruck. Hier hätte irgendwas passieren können, theoretisch, parallel, aber es ist nicht passiert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe sehr, dass Connor noch irgendwie seinen Moment bekommt, sonst wäre ich ein wenig enttäuscht. Kara muss noch ihren Bus kriegen mit der kleinen Alice, die ja jetzt doch ein Android ist. Gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Es kann einfach alles nur gnadenlos eskalieren, glaube ich. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Oh. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Madam President! Beunruhigende Diebstähle. Bitte, Abweichler. Hier drüben bitte! Stimmt es, dass eine große Zahl Abweichler immer noch auf meinem Fuß ist? Wir haben noch keine gesicherten Zahlen, aber wenn es so ist, garantiere ich Ihnen, dass wir sie bald festnehmen und zerstören. Madam President! Okay. Beunruhigende Diebstähle, Madam Hacking. President. Rückrufzentren. Öffentliche Meinung. Madam President, die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders seit diese auf einen friedlichen Weg setzen. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Bitte? Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des amerikanischen Volkes. Madam President! Inwiefern sind die... Madam President! Madam President! Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden Einzelnen finden und dann zerstören. Madam President! Ist das eigentlich deine einzige Antwort? Zerstören? Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Danke. Hm. Das wäre alles. Connor Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Mhm. Er kommt also immer noch so einfach so durch. Cooles Tor. Phallus-Symbol to the max. Was ist das?
mir nach. Wir begleiten dich. Danke, aber ich kenne den Weg. Amanda hat doch sicher schon längst gepetzt. Aber ich habe meine Befehle. Amanda hat schon längst gepetzt. Wir hätten es uns vielleicht nicht mit Amanda verscherzen sollen. Auch wenn sie nur in unserem Kopf sitzt anscheinend. Okay. Das ist ein richtig schickes Atrium. Wow. Okay. Man kann es auch übertreiben. Mhm. Ach so, ich muss noch weiter latschen. Okay, ja, ja, ich komme ja. Ich dachte, es wäre ein Clip. Ich bin ja schon unterwegs. Kann ich die angucken? Nee, ich kann sie auch nicht aktivieren. Kann Connor die jetzt eigentlich aktivieren? Also zu Abweichlern machen oder kann das nur Marcus? Weil wenn dann... Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Erreiche das Lager auf Etage 49. Okay. Versuchen wir. Stoppe den Aufzug vor dem Stockwerk 31. Vor dem Stockwerk 31, okay. Da ist was, aber... Ach Mann. Hey, nicht anfassen. Kamera. Aha. Das ist schon mal gut gelaufen. Und jetzt? Hä? Hier ist doch nichts mehr. Was soll ich denn machen? Hier ist doch gar nichts mehr. Hä? Ach Mann! Da. Vorkonstruieren. Also... Achso, Moment. Dann wollen wir mal. Das so gut lief. Scheiße, das war knapp. Der Abweichlerjäger wird selbst zum Abweichler. Ein kläglicher Versuch, Connor. Dachtest du wirklich, du könntest unsere Androiden so leicht kompromittieren? Du hast mein Vertrauen missbraucht. Man wird dich abschalten. Wow! Scheiße! War ich zu langsam? Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Ah, oh, scheiße!
Oh nein. Mir ist so kalt. Gleich geht's dir besser. Danke. Die haben das extra so einprogrammiert, dass das Kind quasi leidet bei Kälte. Das ist ja... Ei, ei, ei. Och Mann, Connor! So ein Scheiß, ey! So, wo ist denn der blöde Busbahnhof? Das ist gemein. Bevor sie jemand anders nimmt. Ich glaube, das wird so schief gehen. Es wird alles so schief gehen. Na komm. Lass uns gehen. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Ey, Scheiß. Wir sterben hier doch alle hier weg. Bitte nicht. Ich hab nichts getan. Das hab ich gesagt. Gibt es noch viele? Guck dir doch diese Ratten an. Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Aber das wird Wochen dauern, diese... Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Oh Mann! Los, Bewegung! Es wird so schief gehen. Das wird so schief gehen, Schleichpassagen. Da drüben, da sind die Jerrys. Oh nein. Wir können nichts tun. Die Soldaten sind überall. Wir können sie nicht hier lassen. Sie werden sie töten. Aber wir können doch jetzt auch nicht. Wir müssen weiter. Tut mir leid, Alice. Wir können nichts tun. Wir müssen weitergehen. Scheiße! Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Oh Mann! Scheiß Androiden. Laufen wir gerade wieder zurück? Oh. Oh Mann. Dieses Spiel macht mich so fertig. Ein
Kontrollpunkt. Scheiße. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Gibt es einen anderen Weg? Es gibt einen Umweg, aber der Bus fährt bald ab. Ein sicherer Weg wäre besser. Der Bus, der Bus, der Bus. Der sichere Weg. Alice. Wo ist denn der sichere? Da hinten. 11 Minuten. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir nehmen den sicheren Weg. Wir werden es bereuen, aber... Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Das ist das letzte Mal schon scheiße gelaufen. Ah ja, okay, ich kann es weiter steuern. So. Das geht so schief. Dieses Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich so fertig. Kann man sonst nichts machen. Überzeugen. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, es gibt euch vor dem eröffneten Feuer. So schief. Oh, wie ich solche Aktionen hasse. Es gibt kein Zurück mehr. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Mein Herz. Okay, wir gehen weiter. Okay, wir gehen weiter. Ich will nicht. Das ging schon. Nein! Feuer! Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir.
Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Der Busbahnhof. So. Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Nee. Keine Ahnung. Ach komm, weiter. Wir machen weiter. Wir sind da, alles geschafft. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Nur für Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Oh. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nicht mit. Scheiße. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Nicht gut. Wie kommen wir denn für einen Weg zu gehen für eine Tickets? Wir können höchstens jemanden ein Ticket klauen. Marcus. Da hinten. Ah. Ich glaube, Oliver mag dich. Bitte Stillhalten. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Sicherheitskontrolle. Danke. Nur ein Erwachsenenticket. Bitte Stillhalten. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich war Scheiße, mir sicher. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was Sie passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Oh, es ist gemein. Nein. Tut mir leid. Ach, da lief eine Zeit sogar. Was Verdammt. Machen wir denn jetzt? Entscheidung abgenommen. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es tut mir leid, Liebling. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meiner... Es lag auf dem Boden. Oh. Danke, danke. Vielen Dank, Sie... haben uns das Leben gerettet. Das wird so schief gehen. Es tut mir leid, Alice. Es ist okay. Du hast das Richtige getan. Wir finden einen anderen Weg. Ja, man kann auch in Schönheit sterben. Läuft die Zeit? Nee, zum Glück nicht. Es läuft zum Glück keine Zeit, aber das heißt nichts. Das heißt nicht, dass nichts passiert. In der Zeit. Ah. Finde einen anderen Weg zu gehen. Was jetzt? Oh, Gott sei Dank, ihr lebt. Oh, oh mein Gott. Wir haben die Jericho-Razzia im Fernsehen gesehen. Ich hatte Angst, ihr wärt wegen mir getötet worden. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr hier. Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie suchen an der Grenze nach Androiden. Aber ich habe einen Schmuggler gefunden, der sie über den Fluss bringt. Sie wird so schief gehen. Aber es ist der einzige Weg. Möchtet ihr mitkommen?
Ja, natürlich. Ja, wir kommen. Okay, steigt ein. Oh, shit. Shit. So, jetzt ist aber Schluss. Oh mein Gott, meine armen Nerven. Und es ärgert mich so, dass es Connor erwischt hat. Verdammte Axt, ey. Mann. Naja gut, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das macht mich alles hier so fertig. Das ist so spannend jetzt gerade. Das Spiel macht mich fertig. Ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich und seid beim nächsten Mal wieder dabei und wir sehen uns. Wo geht's denn jetzt weiter? Marcus anscheinend. Wie es dann weitergeht. Ich bin gespannt. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.